Ja, ich darf ein paar Runden drehen mit meinem Auto hier auf der Strecke, um den Zuschauern ein bisschen was zu zeigen. Ich denke, dass die Fans so nah an die Strecke können und so nah zu den Fahrern. Also ich meine, ich bin jetzt nur zu Besuch hier, aber die, um die es hier eigentlich geht, also die ganzen Fahrer aus der DTM, dass man zu denen doch sehr nah praktisch sehr nah herankommt. Und ansonsten, ich glaube, bei der DTM ist das ganz besonders, dass immer viel Show ist und so weiter. Also man kann wirklich was erleben hier. Weiß nicht, also das blende ich eigentlich aus. Also es ist natürlich schön, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, was ich mache. Das macht mich schon ein bisschen stolz, klar. Ja, ich sag mal, ich kenne ja eine ganze Menge der Fahrer. Gegen manche bin ich zum Teil selber gefahren, wie zum Beispiel Paul Di Resta und so weiter. Und für heute drücke ich ihm Matthias Ekström die Daumen. Ich kenne ihn schon mittlerweile ein bisschen länger, ist ein guter Kumpel und wir hatten extrem viel Spaß. Letztes Jahr zum Beispiel auch bei dem Race of Champions in England. Und heute steht er nicht ganz so weit vorne, von daher brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Glück als die anderen. Also erstmal, das wäre nicht schlecht und im Moment bin ich erst 20 Jahre alt und bin noch nicht allzu lange in der Formel 1 dabei. Will da also erstmal ein bisschen bleiben und später dann, ja, weiß nie. Schauen wir mal.